Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4. Der Typ hängt da immer noch. Glaub, dem ist nicht ganz so gut. Vielleicht sollten wir mal mit unserem Auto aus seinem Bauch rausfahren. Nee, der will sich nur dehnen. Guck mal, der dehnt sich nur. Ne? What the fucking fuck? Der dehnt sich nur. Jetzt dehnt er sich auch nur in einer anderen Position, ne? Also fahren wir mal weiter nach Roman. Und gucken uns mal an, wen er uns da so vorstellen will. Interesting. So. Zum Weg. Zum Weg da! So. Okay. Sind wir auch gleich schon da. So, einmal noch hier rum und dann haben wir es auch schon geschafft. Ist halt nicht weit der Weg. Und nochmal die Mülltonne angefahren. Nicht umgefahren, angefangen. We'll just get there. Damn these people. Hey Roman. Cuya steroidie? Brucey, have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, loveme.net? No. Doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. That's how I like my work. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucey's a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey, screw you. Listen, man. You should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Ровно до много. Добьем преку интернета. Мислишь, да сам лут? Ja, da hat er nochmal was auf Russisch gelabert. Konnte man ja auch noch unten drunter lesen. So. Dann machen wir es mal auf VIP-Style. Das blinkende Symbol auf dem Radar zeigt dir an, wo das Internetcafé ist. Und damit kommt eine weitere Komponente in diesem Spiel hinzu, nämlich Internetcafés. Da kann man nämlich viel mehr machen, als man denkt. Also da haben die Entwickler sehr, sehr viel Arbeit geleistet bei den Internetcafés. Oder gerade mit diesem virtuellen Internet, da kann man schon wirklich viel mitmachen. Das finde ich sehr cool. Dann betreten wir nochmal dieses Café. Mahlzeit. Hey there. My name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there, okay? Ja, und sie hat uns eins reserviert. Gut, dass sie das gemacht hat, denn hier ist ja fast nichts mehr frei. Ist ja richtig, richtig viel los. Aber ich persönlich würde mich hier in die letzte Ecke einfach reinsetzen. Keine Ahnung warum. So, benutze den linken Analogstick, um den Cursor zu bewegen. Drücke X, um auf das Web-Icon zu klicken. Du bist online. Dies ist die Homepage. Hier kannst du auf deine E-Mail zugreifen, dir Nachrichten, das Wetter und Dating-Websites angucken. Klicke auf den Link Mail checken, Mail oder das Umschlag-Symbol in der Browserleiste, um deine Mailbox aufzurufen.
Wir haben eine neue E-Mail. Dies ist dein Posteingang, in dem du alle E-Mails siehst, die du erhalten hast. Hallo, iFind Mail-Nutzer. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der neueste iFind E-Mail-Nutzer. Es ist nur noch ein Schritt zur Aktivierung Ihres Kontos erforderlich. Antworten Sie einfach auf diese E-Mail und Ihr Konto wird vollständig aktiviert. Dann können Sie von unserem Gratisdienst profitieren, mit dem Sie mit jedermann sinnlose Informationen austauschen können. Ja, sowas schreibt auf jeden Fall ein sehr seriöser E-Mail-Anbieter. Sinnlose Informationen austauschen, ja. Steht auch so bei Gmail, wenn man sich da anmeldet. Bitte beachten Sie, dass iFind die Rechte an allem, was in iFind E-Mail steht, besitzt. Ihre neue Adresse lautet nicobellic@ifind.info. Antworten. Bitte aktivieren Sie mein E-Mail-Konto. Nachricht gesendet. So. Serienmörder auf freiem Fuß. Oh. Serienmörder auf freiem Fuß. Statt zur Panik aufgefordert. Ach, das ist wieder typisch. Statt zur Panik aufgefordert. Ich würde mir das Ganze jetzt durchlesen. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, dann könnt ihr jetzt auf Pause klicken. Aber ich lese das Ganze jetzt nicht durch. Das würde, glaube ich, den Rahmen einfach sprengen. Klicke auf das Home-Icon in der Browserleiste, um zurück zur Startseite zu gelangen. So. Das war's, glaube ich. Wir gehen jetzt mal auf Logout. Verlasse das Internetcafé. Und damit haben wir auch Brucey kennengelernt. Und mein Verdacht. Ciao. Mein Verdacht hat sich damit bestätigt, dass es Brucey ist. Ist auf jeden Fall ein total durchgeknallter Typ. Ohne Eier. Die hat er sich weg. I've set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cut. Did you meet the girl who works there? I better hit her, no? Later on. Netter Satz, Titten, was? Na, jedenfalls wollte ich noch zu Brucey sagen, aber Roman hat mich unterbrochen, dieser Penner. Rotterdam Hill. Ja, haben wir erstmal eine Ampel gefällt. Nicht gefällt. Damit fahren wir mal zur Wohnung zurück, denn ich würde jetzt gerne diese Aufnahme beenden. Ich habe nämlich noch was vor hier. Versteck. So. Also was vor jetzt im Real Life, jetzt nicht im Let's Play. Wir haben jetzt schon gleich 7 Uhr abends an einem Dienstag. Und da wollte ich eigentlich noch was machen. Was machen? Mir ist schon fast vor, als ob ich lispeln würde. Keine Ahnung. Nein. Das ist ein Weg. Das Auto stellen wir natürlich bei uns auf unseren Privatparkplatz. Das ist ja ganz klar. Ah, die Bremsen sind hier auch verdammt cool. Gut wollte ich eigentlich sagen, nicht cool. Weiß auch nicht. So. Wie immer parke ich ganz genau und perfekt ein. Kennt man ja von mir. Am Diner habe ich auch. Ihre Tür muss geschlossen werden. Die andere Tür ist auch. Ne, die ist zu. Ist für mich jetzt auch irgendwie gewundert. So, hier ist der Eingang. Ich weiß, diese Folge wird etwas kürzer sein, aber ich will sie auch nicht künstlich in eine Länge strecken. Dafür wird die nächste etwas länger. Bis dahin habe ich es eh vergessen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen dieser Folge von Let's Play GTA 4. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir mal wieder eine Mission bei Mr. Forstin. Wird dann auf jeden Fall spannend werden. Die Missionen bei ihm sind ja nie langweilig. Mach, halt die Fresse, Roman. Also, bis dahin. Ciao und haut rein.